du da? Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut. Du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einem neuen Convention-Video, wo ich mal wieder meine ehrliche Meinung über eine Convention, die ich besucht habe, abgeben werde. Dieses Mal handelt es sich um die Modell-Hobby-Spielmesse in Leipzig. Ich war ja schon letztes Jahr da gewesen und dieses Jahr war ich am 30. September schon wieder dort und mega, ich habe es wieder richtig gefeiert. Letztes Jahr hat mir ein Tag vollkommen ausgereicht und dieses Jahr war ich auch nur einen Tag dort gewesen, aber ich habe das wirklich genossen und habe hier erlebt, richtig schöne, coole Modelle gesehen. Was ich richtig cool fand, war nämlich, dass Leute mit sehr viel Liebe zum Detail so eine Art Klemmbaustein City gebaut haben. Das sah so aus wie so eine Makropolwelt von Warhammer 40k, nur halt natürlich und viel bunter. Aber das war mega cool gewesen. Also das war so mit Abstand das Beste und Geilste, was ich da überhaupt dort gesehen habe. Wirklich genial. Warhammer hatten sie nebenbei auch da gehabt. Warhammer Age of Sigmar und Warhammer 40k. Ebenso wie die Modelle von Star Wars. Die hatten sie natürlich auch da gehabt. Da konntest du auch so im Raumschlacht halt nachspielen. Letztes Jahr hatten sie ja einen riesen Halfpipe gehabt, wo halt quasi Fahrradfahrer und Skateboarder sich da in den Hallen austoben konnten. Hatten sie dieses Jahr nicht dabei gehabt. Fand jetzt aber auch nicht so schlimm. Weil da konnte man Drachen steigen lassen, so Lenkdrachen. Ich bin ehrlich, ich hatte früher auch so Drachen gehabt, aber da hat es bei mir irgendwie nie so funktioniert. Ja, weil der Wind halt immer irgendwie nicht so gut funktioniert hat. Also ja, naja, ist ja immer so eine Sache. Aber diese Lenkdrachen, da musst du ja wirklich so mit so Körperkraft so einlenken und so. Aber trotzdem kann es natürlich sein, dass natürlich, wenn der Wind ein bisschen blöd kommt, dann kann das Ding auf den Kopf oder so. Ne? Aber in der großen Glashalle, da ist es natürlich total windstille gewesen. Das ist natürlich ideal dann natürlich zum Lenken, weil dann natürlich ist die Muskelkraft natürlich entscheidend. Es gab wieder verdammt lange Zugstrecken, wirklich schöne Zugstrecken, wo wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail überall gab es was zu entdecken. Das war richtig herrlich gewesen. Ich fand das einfach schön. Ey, wirklich, das hat wirklich eingeladen. Da sich hinzustellen, sich das dann in Ruhe anzugucken und einfach zu genießen, einfach den Genießer raushängen zu lassen, in Just the View, wie man so schön sagt, die Aussicht zu genießen, was wir da geboten bekommen haben. Ja, und ich muss wirklich natürlich sagen, ich habe mich da natürlich auch viel, viel Zeit gelassen. Ich bin bei vielen Sachen hängen geblieben, beziehungsweise kleben geblieben und habe mir das dann alles auf mich wirken lassen. Das war halt wirklich wunderschön. Und auch die Leute, die waren auch so begeistert gewesen, was sie da alles ausgestellt haben, mit denen konntest du dich halt wunderbar stundenlang unterhalten. Du warst halt einfach mit Gleichgesinnten unterwegs und das hat mir auch einfach gut gefallen. Ja, und deswegen, also meine Bewertung ist eigentlich genauso so wie letztes Jahr. 10 von 10 Punkten, richtig geile Convention für Modellbauer, so wie mich, ich baue ja gerne Modelle zusammen. Ist das genau die perfekte Convention hier in Deutschland? Und ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dorthin kommen. Wer weiß, ey, vielleicht werde ich da einfach dann auch mal so ein paar Modelle von mir mitnehmen und dann gegen Leute spielen, keine Ahnung. Heute ist das eine Idee gewesen. Ja, wie man jetzt sagt, meine Bewertung fällt genauso aus wie letztes Jahr, 10 von 10 Punkten. Es ist jetzt nichts besser geworden, es ist aber auch nichts schlechter geworden. Sondern es ist halt einfach perfekt, wirklich herrlich. Gut, meine Lieben, ja, da würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn ich wieder meine Meinung über eine Convention abgebe, dann würde ich sagen, passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao. Wenn du so weitermachst, schmilzt mir eher das Hirn.